Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cry of Fear. Ja, wir sind hier das letzte Mal stehen geblieben. Dann gehen wir mal hier weiter. Okay, die Tür ist verschlossen. Wir haben keinen Schlüssel mehr dabei. So, dann gehen wir mal hier rein. Hey, what the fuck are you doing? What the fuck? Okay. Okay, ich weiß, glaube ich, noch, wie man den besiegt. Man muss einfach hier. Nein. Nein. Komm. Alter, jetzt mach mal. So, das war klasse. Ach toll. Dann nochmal. Ja, ich möchte es gar nicht überspringen. Okay, ich kann es nicht überspringen. Hey, what the fuck are you doing? Okay, der hat den Schlüssel gegessen. Da muss man den später ausschneiden, aufschneiden oder so. Okay, komm. Und hops. Okay. Okay, den haben wir schon. Okay, komm. Okay, komm schon. Ich will es schaffen. Es tut mir leid, wenn ich gerade ein bisschen leiser bin, aber ich bin ein bisschen konzentriert. Weil ich habe keinen Bock, wieder zu sterben. Alter, wie lange dauert das, bis wir wieder eins aktiviert haben? Nein, das war ziemlich knapp. Scheiße. Komm. Ich werde es jetzt schaffen. Nein. Ich bin gerade festgehangen. Alter. Ich werde es jetzt schaffen, Mann. Wieso dauert es so lange, bis wir eins geschafft haben? Scheiße, wir haben auch nicht viel Ausdauer gerade. Ey, komm, ich hätte da gerade voll lange dran gedreht. Alter, ich musste gerade vor ihm stehen. Ich hatte Angst, dass er uns gleich vermöbelt. Okay, nur zwei Dinger müssen wir aktivieren. Alter, bleib fern von mir. Scheiße. Der soll fern von mir bleiben. Oh, falscher. Okay. Oh Mann, das ist ein falsches Ding.
Komm schon. Komm, Madame. Oh Mann. Nein. Nein. Ich häng fest. Was war das? Ich bin festgehangen. Das nervt, wenn man ab und zu festhängt. Alter. Das war nicht toll. Ey, Mann. Hey, what the fuck are you doing? Wait. Alter, Mann. So, jetzt komm, jetzt schaffen wir es. Gut, das erste haben wir schon. Los, komm. Komm schon. Oh ja, gerade noch geschafft. Gut. Fast haben wir es geschafft. Nur noch zwei Stück. Oh, ich wäre fast schon wieder hängen geblieben. Das war knapp. Gut, wir haben es geschafft. Wir mussten also nicht alle Dinge schaffen. Ich werde etwas Großes brauchen, um den Schlüssel herausschneiden zu können. Okay. Der Doktor hatte doch eine Säge in der Hand. Kommen wir hier rein. Er hat die Tür verschlossen. Hier kommen wir aber rein. Wo geht's da? Ah, ich glaube, hier müssen wir lang. Hier sind, oder? Ah, nein. Hier können wir nur speichern. Aber komm, ich mach das mal. Bei der Zeit speichere ich mal. Gut, hier kommen wir immer noch nicht rein. Die Tür ist verschlossen. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich hier lang. Ja, da kommen wir auch durch. Sehr schön. Sehr unheimlich hier. Eine Spritze. Jawohl. Okay, sonst haben wir hier drin aber nichts mehr. Okay, jetzt gehen wir hier und dann dadurch. So. Ja, hier haben wir eine Säge. Wir haben zum Glück genügend Platz für die Säge. So, jetzt passiert ziemlich viel Zeugs. Weil wir eine Säge haben. Oder weil wir was haben, passiert jetzt bestimmt was. Vielleicht kommen dann bestimmt solche, so wie die Tussen. Okay, jetzt bin ich nicht mehr so stark wie im Apartment. Jetzt sind die nicht mehr so stark. Los, komm her. Aber die machen jetzt auch keine Doppelschläge mehr. Deswegen sind die jetzt auch schwächer geworden. Weil im Apartment haben die immer Doppelschläge gemacht. Okay, jetzt kommt keine mehr. Gut, dann kommen wir jetzt hier durch. So, ich glaube, hierfür brauchen wir den Schlüssel nicht. Oh, Säge. Wir haben den Schlüssel ja noch nicht mal. Jetzt müssen wir den Schlüssel aus denen herausholen. You got the rusty key. Lecker. Lecker Nudelsuppe. Okay, ich glaube, wir brauchen den Schlüssel hierfür, oder? Oh, nein, falsch. Ich möchte... Ja, yeah, you unlocked the door. Okay, dann speichere ich nochmal bei der 2. Gut, dann geht's jetzt hier weiter. Bin noch gespannt, was uns hier noch erwartet. Ohne Spritze, und hier können wir auch gleich nochmal speichern. Sehr schön, aber das speichere ich jetzt einfach mal auf der 3. Was war das? Oh Gott, ich kenne das doch noch.
Hier passiert gerade abgefuckte Scheiße. Ja, hier kommen wir nicht durch. Die Tür ist kaputt. Was auch sonst. Jetzt kommen wir in irgendeine psychische Welt. What do you think? Was denkst du? Do you like this? Magst du das? Glaube ich, sowas heißt es. Magst du das? You don't know anything. Also du weißt gar nichts, glaube ich. If you just could understand. Du verstehst gar nichts. Ich glaube, weil das, was ich jetzt vorlese auf Deutsch, was ich jetzt auf Deutsch sage, bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, das heißt es. I never wanted this. Du findest es nie. Oder irgendwas, weil wanted. Na. Ich habe ein bisschen geraten, aber die ersten zwei oder so waren auf jeden Fall richtig ein paar. I just want you to die. Just die. Du wirst sterben. Du wirst sterben oder irgend sowas. Halt irgendwas mit, wir werden sterben. Oder ja. Hallo Händchen. Rennen! Rennen! Ja, das kenne ich. Rennen, scheiße, Sackgasse rennen. Und tot halt. Super, tot. Okay, wir laden mal das Spiel. You will die. Du wirst sterben. Was? Nein. Ah, jetzt, okay. Ja, hallo. Jetzt wieder unser Weg umsonst hinrennen. So, zwar ziemliche Zeitverschwendung dahin zu rennen, aber das Spiel will, dass wir das tun. So, hier wieder, what do you think? Was denkst du? Und so Zeug, ja. Rennen wir mal durch. Weil so schlimm ist mein Englisch nicht. Weil ich kann schon, ein paar Sachen kann ich schon übersetzen. Du hast halt nicht immer alles. Gut, bevor wir da durchgehen, sollte ich wirklich dringend mal eine Spritze nehmen. Sonst schaffen wir das nicht. Ah, wir hatten sogar drei Spritzen. Ich dachte, wir hätten nur zwei. Ja, das ist toll. Habe ich da irgendwas verloren? Hier jetzt links. Da rechts war es, glaube ich, der Weg. Ja, da ist eine Tür. Und ich habe es geschafft. Ich muss unbedingt Hilfe holen. Oder zumindest, ich frage mich, wer diesen kranke Doktor ist. Er hat mir beide, was? Immerhin trägt er eine Gasmaske und ich nicht. Ja, Chapter 3. The city is not safe. Die Stadt ist nicht sicher. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich in die Stadt. Na, na. Na, na, na. Ja, wir haben gerade die Polizei gesehen. Wahrscheinlich haben die wegen den Autounfall ermittelt, weil wir ja angefahren wurden. So, hier kommen wir jetzt raus. Okay. Klettern wir hier mal hoch. So. Okay, hier ist nichts. Gehen wir mal da durch. Da ist auch nichts. So gut, hier können wir speichern und da haben wir eine Spritze. Dann würde ich sagen, ich beende hier die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über eine positive Bewertung freuen. Abo, Kommentar. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Dann ciao.